herzlich willkommen zurück in der Atempause. Heute gibt es wieder eine Atemsession und zwar eine spezielle Atemabenteuerreise für Kinder. Ein kleines passives Atemtraining und auch zur Unterstützung, natürlich auch für Ältere und Erwachsene, um mehr Wahrnehmung für die eigene Atmung zu schaffen. Ich leite dich gleich durch eine Geschichte hindurch, durch ein Abenteuer und versuche bitte durchgehend mitzuatmen, wenn es um die Atmung geht. Das Buch und der Drache. Eines Morgens öffnest du deine Augen und findest dich auf einmal an einem wunderschönen Tag in einem magischen grünen Garten wieder. Als du dich umsiehst, bemerkst du ein geheimnisvolles, funkelndes Buch, das im Gras neben dir liegt. Neugierig öffnest du es und plötzlich beginnt alles um dich herum zu leuchten. Mit einem leisen Plopp findest du dich im Königreich Lumina wieder, einer zauberhaften Welt voller märchenhafter Kreaturen und farbenfrohen Landschaften. Mit offenem Herzen machst du dich aufgeregt auf, diese neue Welt zu entdecken. Dein erstes Abenteuer beginnt gleich hinter der nächsten Biegung, wo ein klarer Bach vor dir plätschert. Das Wasser funkelt im Sonnenlicht und Vögel zwitschern fröhlich in den Bäumen. Du atmest nun tief ein, nimmst Anlauf und springst mit einem mutigen Satz über den Bach. Deine Füße berühren sanft das weiche Moos auf der anderen Seite und du atmest langsam aus. Lässt die Aufregung von dir abfallen, atmest weiter ein und aus und fühlst dich, als könntest du alles schaffen. Ein wenig weiter triffst du auf eine weise alte Eule, die dir ein Zauberamulett schenkt. Trage es um den Hals und denke fest daran, wie ein Vogel zu fliegen, sagt sie. Du schließt die Augen, konzentrierst dich und spürst plötzlich, wie du ganz langsam vom Boden abhebst. Mit jeder Einatmung steigst du höher und höher, immer weiter dem Himmel entgegen. Mit ausgebreiteten Armen schwebst du über die Baumwipfel und genießt den Wind in deinem Gesicht. Du fliegst wie ein Vogel durch die Luft, frei und glücklich. Nun entdeckst du einen großen Hügel vom Himmel aus, ganz unten vor dir auf dem Boden und möchtest ihn dir näher ansehen. Du setzt zur Landung an und nachdem du sicher gelandet bist, entdeckst du eine geheimnisvolle Höhle am Fuße des Hügels. Der Eingang ist jedoch überflutet. Du atmest davor tief ein, hältst die Luft an und springst ins Wasser und tauchst durch die Dunkelheit ein. Hier nimmst du zwei Armzüge, während du unter Wasser tauchst und tauchst wieder auf, atmest aus und ein und nimmst erst jetzt hier in dieser Dunkelheit deine Umgebung wahr, als sich deine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Du kannst es kaum fassen. Der Raum um dich herum ist voller schimmernder Edelsteine. Mit jedem Schritt, den du nun durch die Höhle gehst, funkeln diese Edelsteine heller und heller und zeigen dir den Weg zu einem Ausgang. Du fühlst dich nun wie ein echter Entdecker, der die Geheimnisse der Unterwelt lüftet. Kurz darauf
begegnest du einer Gruppe fröhlicher Zwerge, die gerade einen riesigen Geburtstagskuchen mit 100 Kerzen vorbereitet haben. Hilfst du uns, die Kerzen auszupusten? Fragen sie dich. Du holst tief Luft und mit einem kräftigen Pusten erlöschen alle Kerzen auf einmal. Die Zwerge jubeln und danken dir. Als nächstes gelangst du zu einer alten, stillstehenden Windmühle. Mit einem Augenzwinkern erinnerst du dich an deine vorherigen Erfolge und pustest kräftig in die Richtung der Flügel. Puh. 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 Langsam beginnen sie sich zu drehen, immer schneller und schneller, bis die Windmühle in voller Pracht läuft. Die umliegenden Blumen wiegen im Wind, Vögel zwitschern und du kannst den Duft der frischen Luft einatmen. Schließlich hörst du aus dem Wald ein Schluchzen. Ein Weg führt dich zu einer großen Lichtung, auf der ein freundlicher Drache sitzt. Er sieht traurig aus und scheint Schwierigkeiten zu haben. »Hallo, kleiner Freund«, sagt er. »Ich bin Lumos, der Drache. Ich möchte so gern Feuer spucken können, aber ich weiß nicht, wie man tief genug ein- und ausatmet.« Du erinnerst dich an all die Atemübungen, die du an diesem Tag gemacht hast, und beschließt, dem Drachen zu helfen. Gemeinsam atmet ihr tief ein und langsam wieder aus. Tief ein und langsam wieder aus. Du zeigst ihm, wie man mit einem kräftigen Pusten die Flügel einer Windmühle in Bewegung setzt. Puh, puh, puh. Lumos folgt deinem Beispiel, holt tief Luft und spuckt einen kleinen, aber feinen Feuerstrahl. Vor Freude funkeln seine Augen. Von nun an ist Lumos dein Freund. Ihr beide erlebt noch viele weitere Abenteuer und lernt immer mehr voneinander. Und so endet dein magisches Abenteuer im Königreich Lumina. Doch die Freundschaft mit dem Drachen Lumos bleibt für immer bestehen. Wenn du das nächste Mal ein funkelndes Buch findest, wer weiß, welche magischen Abenteuer dich noch erwarten.